Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Video Coaching. Mir wurde eine Partie zugeschickt von Cornelius Renk und er hat gespielt gegen Robert Siemens beim Winter Special 2014 in Olsberg. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Renk mit Weiß gegen Siemens. Gut, gehen wir durch die Öffnung durch. C4, C6, Spring F3, Spring F6, E3. Läufer F5. Ich glaube, es wird hier halbslawisch genannt. Ist nicht die Art von Stellungstypen, die ich häufig aufs Brett bekomme, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Von daher, ich bin kein großer Experte in diesem Stellungstyp, aber doch schicke ich mir hier an, deinen nächsten Zug zu kritisieren, Cornelius. Hier schlägst du auf D5, löst die Spannung auf im Zentrum, aber das tut nicht null. Ist eigentlich, glaube ich, normalerweise immer so, dass man nur auf D5 tauscht, wenn man konkret irgendeinen Vorteil daraus erzielen kann. Das heißt, wenn man direkt vielleicht auf der offenen C-Linie agieren kann oder auf irgendeine Art und Weise etwas erreicht. Denn in der Partie hilfst du Schwarz quasi nur. Du öffnest das Feld C6 für den schwarzen Springer und du hilfst ihm bei der Entwicklung. Denn im Moment hast du hier die freien Möglichkeiten, deine Figuren hinzustellen. Du hast eventuell auch mal die Möglichkeit vorbeizuziehen. Das ist alles offen. Die Spannung ist da im Zentrum. Und jetzt, wo du das auflöst, wird die Steuerung symmetrisch und du gibst quasi deinen Eröffnungsvorteil aus der Hand. Das ist natürlich hier noch eine häufig gespielte Theoriestellung. Der Hauptzug ist hier Springer H4. Weiß schnappt sich das Läuferpaar. Im Gegenzug erhält hier Schwarz die offene H-Linie. Das ist quasi ein Austausch. Und ich glaube, Weiß spielt jetzt mit G3 weiter, Läufer G2. Das kannst du dir definitiv mal anschauen, diese Art von Stellung. Für die Zukunft alternativ gibt es hier auch noch den Zug Läufer D3. Denn eigentlich will man diesen Läufer nicht dulden auf F5, der steht doch relativ gut. Ja, der schaut hier in dein Lager rein und auf irgendeine Art und Weise sollte man den abtauschen. Gut, C schlägt D5 und jetzt auch die gesamten nächsten Züge immer wieder Springer H4 eigentlich, denke ich, sollte man spielen. Einfach diesen Läufer loswerden, damit man wenigstens ein wenig ein Ungleichgewicht erzeugt. Ja, damit du das Läuferpaar bekommst, damit wenigstens du irgendetwas hast in der Stellung. Gut, Läufer E2. Jetzt in den nächsten Züge könnte Schwarz einfach H6 spielen, um diese Idee Springer H4 aus der Stellung zu nehmen. Macht aber nicht. Ja, ich könnte es jetzt hier immer wieder betonen, Springer H4 auch hier wiederum möglich, aber du verzichtest darauf, spielst Läufer D2 und jetzt aber endlich kommt Springer H4. Und hier möchte ich jetzt einmal ein großes Lob aussprechen. So wie sich die Partie jetzt weiterentwickelt, aus einer ausgeglichenen Stellung heraus, spielst du hier im Prinzip perfekt. Und innerhalb von 10 Zügen arbeitest du dir großen Vorteil. Das ist wirklich bemerkenswert und du spielst hier tatsächlich immer auch die Wahl des Computers. Normalerweise kritisiere ich ja immer so viel in diesen Video-Coachings. Da möchte ich mal ein großes Lob aussprechen. Das fand ich recht beeindruckend jetzt hier, wie du spielst. Gut, schauen wir es uns an. Läufer G6 wird abgetauscht. Turm C1, Besetzung der C-Linie natürlich offensichtlich. A6, Springer A4, auch sehr typisch hier, Springer kommt nach C5. Springer E4, Läufer E1, guter Zug, man behält das Läuferpaar und du bereitest natürlich jetzt hier F3 vor, ohne dass Schwarz den Läufer abtauschen kann auf D2. König H7, sehr seltsamer Zug, habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, es geht ja um deine Züge und um deine Partie. F3, Springer D6. Springer C5, Turm C8, Läufer G3. Ja. Das ist hier schön den Läufer von D2, wo er eigentlich recht passiv war, auf eine schöne Diagonale gebracht. Hier und steht wunderbar dort. Läufer G5, Turm C3, auch wieder ein multifunktionaler Zug. Zum einen deckst du den Bauern und du deutest an, du möchtest gerne in Zukunft die Türme verdoppeln auf der C-Linie. Springer F5. Läufer F2, Turm C7, auch hier G4 auch stark, treibst den Springer zurück,
gewinnst Raum am Königsflügel und das ermöglicht dir natürlich dann, wählen Läufer zurückzubringen auf diese Diagonale. Springer D6, auch Läufer G3, definitiv ein guter Zug. Ich hatte mir auch Dame C2 angeschaut, das wäre ein weiterer Zug, der auch sehr stark ist. Klar, es macht Sinn, hier auf der C-Linie zu vertrippeln. Und eine weitere Idee, die es hier gibt, die Dame steht hier sehr gut, weil sie auch gegen den König zielt. Denn wenn jetzt zum Beispiel Schwarz die Dame wegzieht und hier H4 erlaubt, kommt hier schnell H4, gefolgt von H5 und auf einmal fällt hier schon die gesamte schwarze Stellung auseinander, Läufer D3 kommt, alle Bauern sind schwach, E6, G6. Das ist schon absolut fürchterlich hier für Schwarz. Schwarz könnte natürlich hier die Dame angreifen mit Springer B4, aber das würde ihm nicht viel nützen. Einfach Dame B3. Und jetzt siehst du, wir haben dieselbe Stellung, nur mit der Dame auf B3. Das wäre natürlich noch eine deutlich bessere Version. Ihr setzt Läufer G3 und sagen wir jetzt Läufer E7, kannst schon hier mit Läufer schlägt D6 einen Bauern gewinnen, wenn du möchtest. Auch das ist natürlich schon sehr gut. Oder den Druck aufrechterhalten mit Dame B6. Beides sehr, sehr stark, großer Vorteil für Weiß. Also Dame C2 auch ein Zug, auf den ich noch hinweisen wollte, aber auch Läufer G3, denke ich, stark. Läufer E7. So, und jetzt muss man natürlich schauen, wie vergrößert man weiter in den Druck. Du hast jetzt eine exzellente Stellung aufgebaut. Vergleichen wir das nun mal einmal mit was wir vor 10 Zügen auf dem Brett hatten. Da stand es so, ja. Und das hast du jetzt innerhalb von 10, 11 Zügen hast du die Stellung so zu deinen Gunsten verändert. Und das ist definitiv etwas sehr Positives, was du hier mitnehmen kannst. Okay. Ja, du spielst jetzt Dame D2, um den Turm nach C1 zu bringen. Aber warum nicht wieder die Dame nach C2 stellen? Das ist eigentlich das optimale Feld. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwie Sorge hattest vor Springer B4 Ideen oder so etwas in der Art. Aber Springer B4 wird immer mit Dame B3 beantwortet und dann, gut, was soll Schwarz machen? Springer kann zurückziehen, dann kann gleich die Dame nach B6 kommen oder A5, Turm FC1, du spielst im nächsten Zug A3, vertreibst den Springer. Schwarz schwächt sich im Prinzip nur damit mit diesem Springerzug und es hilft ihm nichts. Und falls Schwarz spielt wie in der Partie, da spielt er dieses bemerkenswerte Manöver hier, Dame A8. Dann natürlich erstmal Vertrippe und jetzt sehen wir hier wieder, was wir auch schon vorher gesehen hatten, warum die Dame so gut steht auf C2. Jetzt kann wieder hier H4 kommen mit DH5. Und jetzt, die Dame steht ganz in der Ecke, ganz weit weg vom König. Und deshalb ergeben sich jetzt hier schon direkt Ideen. Falls jetzt Schwarz König G8 spielt, um H5 vorzubeugen, dann kannst du tatsächlich schon auf E6 opfern. Und mit der Dame jetzt meilenweit weg, steht hier schwarzer Verlust. Du hast bereits zwei Bauern einkassiert, es droht Dame schlägt E6, es droht Läufer D3. Du bist zu aktiv, du hast sehr starken Angriff, bereits zwei Bauern. Gewinnstellung für Weiß. Und ja, auch falls hier Springer B4, jetzt tatsächlich bietet es sich an, Dame zurückzuziehen, einfach nach B1, damit man weiterhin ein Auge behält auf H5. Und ich hatte hier mir noch B6 angeschaut. Und wiederum gibt es hier Opferideen tatsächlich. Springer schlägt E6 ist möglich. Turm schlägt C3 und jetzt B schlägt C3 ist gut, aber einfach Turm schlägt C3. Man kann hier einfach wiederum die Figur opfern. Die Dame dringt ein auf G6. Alle Bauern fallen im Prinzip, also jedenfalls der Bauer auf G6 und auf E6, weil eben die Dame jetzt so weit weg ist in der Partie. In dieser Stellung, aber was ich sagen wollte, in der Partie werden wir ähnliche Möglichkeiten sehen. Also hier Dame C2, da kannst du nur selber wissen, was dir dabei nicht gefallen hat. Aber das ist eigentlich genau das richtige Feld für die Dame. Sowieso in diesem Stellungstyp, weil du ja nochmal den Druck erhöhst auf der C-Linie. Und in diesem speziellen Fall, weil Schwarz auch irgendwie diesen komischen Zug gespielt hat, König H7, dass du hier auf der langen Diagonale agieren kannst und dann die Möglichkeit hast, mit H4, H5 zu spielen. Gut, du spielst Dame D2. Lass uns fortfahren. Dame A8. Sehr interessantes Manöver hier von deinem Gegner. Überdeckt natürlich hier auch indirekt oder eher direkt den Springer auf C6 nochmal. Turm FC1, Turm FC8.
Aber jetzt wieder ist es natürlich so, dass die Dame sehr weit weg ist vom Geschehen. Die kommt nicht so schnell zurück. Und jetzt tatsächlich wieder H4 ist stark. Und gut, schauen wir uns die Stellung an. Du hast die komplette Kontrolle quasi auf beiden Flügeln. Du hast Raum gewonnen auf beiden Flügeln, du stehst sehr aktiv. Aber die Frage ist jetzt, wie kannst du Fortschritte erzielen? Und wie ich bereits betont hat, die Dame ist weit weg. Das heißt, es könnte gut sein, dass man hier irgendwie gegen den König vorgehen kann. Und der Punkt bei H4 ist, dass nicht nur zum einen diese Möglichkeit H5 ins Spiel bringt, aber auch, dass du hier die Dame rüberbringen kannst nach H2 und dann auf dieser langen Diagonale Druck machen kannst. Also diese beiden Ideen kommen hier zusammen. Und sagen wir jetzt, Schwarz spielt wie in der Partie Springer B8, um sich zu entlasten auf der Ziellinie irgendwie, dann einfach H5 jetzt schon direkt. Der Punkt ist, nach G schlägt H5, Läufer D3 Schach. Kommt jetzt die Dame hier rüber. Dame zielt gegen den König, zielt gegen den Springer. Ist bereits vorbei für Schwarz. Das heißt eigentlich, im Prinzip in dieser Stellung hättest du diese Idee erkannt, mit dem Bauernvorstoß, da die schwarze Königsstellung aufzulockern. Du hättest in wenigen Stellungen eine Gewinnstellung erreichen können tatsächlich. Wie entdeckt man solche Ideen? Ja. Man erkennt, okay, es sind eigentlich alle schwarzen Figuren mehr oder weniger am Damenflügel versammelt. Ja, wir sehen diesen ganzen Haufen hier von Figuren, alle am Damenflügel, der König mehr oder weniger alleine gelassen. Und das ist dann natürlich, musst du es strategisch erkennen. Okay, wenn alle Figuren da drüben sind, dann kann ich vielleicht etwas unternehmen gegen den König, der ist relativ allein gelassen. Und Schwarz braucht ja auch seine Figuren hier, um seinen Damenflügel zu verteidigen. Aber im Moment hat er seinen Damenflügel ganz gut unter Kontrolle, nur eben der Königsflügel ist verwaist und da kannst du eben dann spielen. Okay, du spielst A3, auch das klar ein sinnvoller Zug, du möchtest das Feld B4 wegnehmen. Jetzt spielt Schwarz Springer B8 mit der Idee B6. Ja. Und wie sollst du auf diese Idee reagieren? Du schreibst selbst, du hast nicht so richtig einen Weg gefunden dagegen. Du konntest kaum glauben, dass durch Dame A8 und Springer B8 er deinen Springer auf C5 entthronen kann. Und du wusstest nicht, wie du der Entlastung auf der Ziellinie entgehen kannst. Und ich soll hier auf mögliche Pläne eingehen. Ja, Schwarz tatsächlich, B6 lässt sich nicht so leicht parieren. Du spielst jetzt Springer A4, aber das hilft eigentlich Schwarz nur dabei, den Druck von seiner Stellung zu nehmen. Übrigens, was du hier mir auch geschrieben hast, dass du schreibst, du denkst, du hast eine schöne Druckstellung, was richtig ist, und du hast das Gefühl, dass es total gewonnen war. Und du hast sogar Ärger bekommen von deinen Teamkollegen, weil sie meinen, das gewinnt man im Schlaf. Das würde ich hier definitiv nicht so sagen. So einfach ist das hier alles nicht. Es sieht alles sehr attraktiv aus, aber Schwarz hat sich ja auch relativ solide hingestellt. Und wenn man muss eben diese strategische Idee haben, dass man am Königsflügel operieren kann. Und wenn man darauf nicht kommt, wenn man hier zu sehr fokussiert ist und konzentriert ist darauf, was am Damenflügel passiert, und wenn man das einfach nicht im Blick behat, dann kann es leicht passieren, dass wie in der Partie Schwarz es schafft, sich zu entlasten. Also absolut nicht so leicht, wie es vielleicht jetzt hier aussieht. Okay, wollen wir uns ein paar Züge anschauen? Du spielst Springer A4, Läufer D3 wäre stark gewesen. Wieder mit ähnlichen Ideen hier mit H4, H5 und Opferideen. Jetzt haben wir hier eine weitere Figur, die sich auf die Grundreihe von Schwarz gesellt hat, die Schwarz weiter erschwert, sein Spiel, seine Figuren rauszubringen im Endeffekt. Und jetzt nach B6 gibt es hier zwei Möglichkeiten, Material zu opfern. Beides mit Ideen natürlich wieder verknüpft gegen den König. Und das war einfach das, was du, denke ich, nicht gesehen hast in dieser Partie, dass es diese Möglichkeiten gibt, gegen den schwarzen König vorzugehen. Also schauen wir es uns an. Springer E6 ist ein Zug hier. Gut, jetzt hängt der Turm auf C7, das heißt, Schwarz muss tauschen. Aber jetzt Turm schlägt C3. F schlägt E6, Läufer schlägt D6. Gut, jetzt hängt wieder der Turm auf C8. Das heißt, Schwarz muss auf C3 tauschen, aber jetzt schlägst du auf E7. Und jetzt hängt der Turm C8.
du hast hier die Qualität aufgegeben, aber du hast das Läuferpaar und jetzt die schwarzen Bauern auch schwach hier. Dame F2 mit der Drohung, Dame H4, Turm H8, um Dame H4 zu parieren, aber jetzt H4. Auf lange Sicht wird hier Schwarz seinen Bauern nicht verteidigen können. Dame C2 ist auch noch in der Stellung, du hast das Läuferpaar, du stehst hier klar besser. Hervorragende Gewinnaussicht. Das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit wiederum hier einfach das zu ignorieren, dass der Springer auf C5 hängt und H4 zu spielen. Es ist so stark tatsächlich, auch wieder in Verknüpfung mit der Idee Dame H2. Denn jetzt B schlägt C5, H5. Und jetzt droht H schlägt G6 und Dame H2. Und selbst wenn Schwarz die König G8 spielt, trotzdem, Dame H2, es droht Läufer schlägt G6, nebst quasi Mattangriff, und es droht Läufer schlägt D6. Der Springer ist gefesselt. Schwarz kann das nicht beides parieren. Er sollte hier Springer D7 spielen, um nach Läufer schlägt G6 Springer F8 zu haben. Aber jetzt greifst du einfach auf D6 zu und es bleibt dabei. Der Schwarze König ist schwach, er steckt in einer Festung drin auf der C-Linie, das heißt, er muss wahrscheinlich C5 spielen. Ich weiß gar nicht, was er hier macht. Läufer schlägt, das sieht ja alles fürchterlich aus hier. Jetzt hängt der Bauer auf E6 auch noch, wahrscheinlich muss er irgendwie Dame C6 spielen. Aber so oder so gewinnst du mindestens einen Bauern, den Bauer auf G6. Und stehst dann natürlich mit mehr Bauern klar besser. Ja, diese Ideen gab es hier. Aber darauf muss man eben kommen, ich habe es jetzt mehrmals gesagt bereits, dass es hier diese Ideen gibt mit H4, H5. Und wenn du das nicht auf dem Zettel hast, klar, dann ist es schwierig. Aber trotzdem möchte ich dazu auch ein Wort sagen. Du solltest, glaube ich, trotzdem dieses B6 provozieren. Denn selbst sagen wir hier nach Läufer D3, B6, wenn du hier den Springer zurückziehst, dann hat sich immerhin jetzt Schwarz hier geschwächt mit seinen Bauern. Ja, die sind jetzt ein bisschen in der Luft. Die sind angegriffen auch von dem Läufer und dem Springer. Und Schwarz muss da in Zukunft nochmal die Bauern vorziehen. Denn in der Partie kann Schwarz den Bauern auf B7 belassen. Und ich denke, das hilft ihm mehr. Das macht es leichter für ihn, seine Aufgabe. Okay, schauen wir uns die Partie an. Also Springer A4. Gut, Schwarz tauscht auf C3 und spielt natürlich jetzt Springer D7. Und gut, Dame C2, tauscht sich auch noch diese Türme und jetzt Schwarz spielt auch noch Dame C8, tauscht sich auch noch die Dame und auf einmal der ganze schöne Druck, den du hattest auf der C-Linie, ist weg. Und wir sind in einem Endspiel angekommen. Ja, aber auch dieses Endspiel bietet dir noch ein wenig Vorteil, denn du hast hier den Trumpf, den du dir vor langer Zeit erobert hast, das Läuferpaar und ein Endspiel mit Läuferpaar kann man immer etwas probieren im Prinzip, außer, ja klar, es gibt immer Ausnahmen, aber du weißt, was ich meine. Läuferpaar bietet immer noch Möglichkeiten, auf Gewinn zu spielen und das ist auch hier der Fall. Gut, du gewinnst jetzt hier erstmal Raum mit B4, das kann man definitiv machen, Springer A7, aber jetzt dein nächster Zug gefällt mir nicht. Du übereilst es hier, denke ich, du spielst jetzt hier Springer C5, das kannst du auch später noch machen, das war jetzt hier nicht, du hattest keinen Grund, das direkt hier zu spielen. Du könntest einfach erstmal deinen König ranbringen. König F2. Denn gut, Springer B5 ist natürlich keine Drohung. Du wirst einfach schlagen und dann hier den Bauern auf B5 gewinnen mit Springer C3. Ich weiß nicht, was sonst dir Sorgen bereitet hat. B5 kann es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein, denn jetzt spielst du natürlich Springer C5 und wenn jetzt Schwarz schlägt, hast du hier einen gedeckten Freibauer und das in Verknüpfung mit dem Läuferpaar bietet dir auch wieder sehr gute Gewinnchancen. Ja, sagen wir, Schwarz spielt hier nochmal weiter. Du bringst hier weiter deinen König rüber. König E1, König G8. Schwarz wird auch seinen König zum Zentrum bringen, nehme ich an. Gut. Und ja, dann haben wir hier einfach eine Stellung. Und du kannst hier etwas probieren, ganz klar. Du kannst auch später noch Springer C5 spielen. Das steht dir frei, aber du hast es irgendwie, du hast es übereilt, denke ich. Das musste noch nicht sein. Du kannst hier immer noch Springer C5 spielen. Denn Schwarz hat ja ein wenig Raumnachteil im Prinzip. Und je mehr Figuren du abtauschst, diese Regel gilt auch im Endspiel, desto leichter machst du es für Schwarz, Felder zu finden für seine Figuren.
Und du willst hier weiter Raum gewinnen und du kannst mit E4 spielen. Man muss natürlich immer alles konkret schauen, wie es funktioniert. Ja. E4, du kannst mit G5 versuchen, den Gegner weiter einzuschränken. Springer C5 ist definitiv auch eine Möglichkeit. Dann wird Schwarz schlagen. Jetzt kannst du überlegen, D schlägt C5 oder B schlägt C5. Aber du siehst, wie du mehr Möglichkeiten hast und wie du mehr Freiraum hast, wenn du erstmal deinen König hier rüber bringst. Ja. D schlägt C5 finde ich eigentlich auch ganz interaktiv, um hier eventuell einen entfernten Freibauern zu kreieren am Damenflügel. Aber auch B schlägt C5. Du hast hier Möglichkeiten. Du spielst hier auf Gewinn, ganz klar. Du hast das Läuferpaar, du hast Raumvorteil. Du kannst hier etwas probieren. Okay, auch nach Springer C5, denke ich, behältst du Vorteil, aber es gibt einfach Schwarz zusätzliche Möglichkeiten, die du nicht geben musstest. Ja, eine Möglichkeit, die wir jetzt hier häufiger sehen werden, ist der Zug Springer B5 tatsächlich. Auch hier direkt hätte es Schwarz schon spielen können, denn ich denke, dieses Endspiel hier bietet dir im Prinzip gar nichts. Ja, jetzt hast du kein Läuferpaar mehr und du wirst hier nicht reinkommen auf B4. Schwarz immer genau rechtzeitig bringt seinen König nach C6. Ich glaube, es ist einfach Remis hier. Du könntest allerdings auf Springer B5, das muss ich natürlich fairerweise sagen, kannst du Läufer E einspielen. Das würde hier noch funktionieren. Der Punkt ist jetzt, nach Springer schlägt A3, gibt es hier eine taktische Lösung, Läufer B4. Und falls jetzt ja, der Springer sagen wir nach C2 zieht, dann würde hier C6 kommen auf einmal und du würdest eine Figur gewinnen. Denn C7 würde sonst kommen, wenn Schwarz diesen Bauern nicht schlägt. Aber trotzdem, du gibst Schwarz diese Möglichkeit mit Springer B5 und das muss ja nicht sein. So. Gut, dein Gegner spielt nicht Springer B5, sondern König G8, aber jetzt dein nächster Zug. Danach hast du im Prinzip keinen Vorteil mehr. Du spielst jetzt Läufer C7. Ich kann wieder nur mutmaßen, was deine Idee war. Ich weiß nicht, ob du vielleicht den Läufer nach B6 spielen wolltest oder. Ja, lässt sich für mich jetzt hier schwer sagen, aber das passt hier einfach nicht. Du wirst jetzt auch in den nächsten Zügen sehen, Schwarz gewinnt sogar ein Tempo mit seinem König, wo er dann den Läufer auf C7 angreift. Also einfach wiederum deinen König rüberbringen. Und beziehungsweise entweder den König rüberbringen oder hier Läufer E1 habe ich mir auch noch kurz angeschaut, um eben Springer B5 ein für alle Mal aus der Steuerung zu nehmen. Springer B5 kann man jetzt immer gut Läufer B4 spielen. So etwas in der Art. Ja. Oder hier. Oder du kannst. Springer B5 ist noch nicht so schlimm, denn wiederum hättest du dieses Manöver Läufer E1 jetzt hier mit der Idee Läufer B4 und nach König F8, dann A4, Springer A7, F4. Du hast dich natürlich deiner Möglichkeit ein bisschen beraubt, indem du schon früh die Springer C5 gespielt hast, aber trotzdem, du kannst hier definitiv noch was probieren. Du hast Hebemöglichkeiten am Königsflügel, vielleicht mit H4, H5, irgendwie sowas. Du hast die Möglichkeit, eventuell im Zentrum zu spielen mit E4. Du kannst hier spielen, du kannst was probieren. Ja, die Steuerung ist hier nicht automatisch Remis. Also so etwas in die Richtung hättest du hier machen sollen. Denn Läufer C7 hilft im Endeffekt nur Schwarz weiter. Gut, ja, jetzt zum Beispiel denke ich, dass Springer B5 sehr gut möglich wäre. Jetzt, obwohl, vielleicht vertue ich mich hier gerade, denn ich sehe, dass du hier ja auch immer noch Läufer A5 spielen könntest mit der Idee Läufer B4. Okay, vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Schauen wir weiter die Partie an. Aber es gibt noch einen weiteren Nachteil von Läufer C7, den Schwarz aber hier auch nicht ausnutzt. Er könnte einfach mal Springer C6 spielen mit der Drohung E5. Das hätte er mal sehr gut machen können, aber lässt er auch aus. Na gut. Gut, er spielt weiter den König vor, du auch. König D7, Läufer E5.
Hier haben wir jetzt gesehen, was ich meinte. Schwarz gewinnt quasi noch ein kleines Tempo, indem er deinen Läufer angreift. Läufer G3, G5, König D2. Aber hier, Schwarz hat sich jetzt hier auch nicht voll entlastet. Er hat diese Möglichkeit verpasst und Springer C6. Spielt jetzt Springer C6. Aber hier immer noch kannst du, du spielst hier auf Gewinn. Ganz klar, Schwarz hat hier eigentlich im Prinzip nie Gewinnchancen. Du hast hier die Möglichkeit. Und hier denke ich, König C3 spielst du. Ich denke, Läufer D3 wäre vielleicht besser gewesen. Auch um hier E5 vorzubeugen, damit du dann Läufer F5 spielen kannst, gefolgt von Läufer E6. Und das wäre nicht so gut für Schwarz. Und wenn Schwarz weiter seinen Plan verfolgt mit Läufer D8, dann H4. Ja gut, das ist vermutlich Remis, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Aber du kannst noch was probieren. Ich meine, du kannst mit F4 vielleicht spielen, du kannst mit E4 spielen, du kannst ein bisschen umherziehen und schauen, was passiert. Du spielst hier auf Gewinn nach wie vor. Ja. Und du brauchst hier keine Sorgen zu machen. Natürlich nicht. Gut, schauen wir weiter in der Partie. König C3, Läufer D8 und schließt sich jetzt hier dazu, E4 zu spielen. Aber du ignorierst hier im Prinzip seine Drohung. Er möchte jetzt mit Läufer C7 dein Läuferpaar halbieren. Läuferpaar immer behalten im Prinzip. Faustregel. Zum Beispiel könntest du hier H4 spielen. Und dann Läufer C7, dann Läufer F2. Ja. Schwarz wird hier ausgleichen. Aber gut. Und spielt eben noch ein bisschen weiter und schaut, was passiert. Ja, nach E4, jetzt Läufer C7, jetzt kannst du natürlich dem Läuferabtausch nicht ausweichen, weil der Bau auf H2 hängen würde. Und jetzt begehst du tatsächlich einen krassen Fehler. Du lässt es hier außer Acht, oder du erwartest quasi, dass Schwarz im nächsten Zug auf G3 schlägt und lässt andere Möglichkeiten außer Acht. Und ich glaube, ich hatte dich dazu gefragt, wie die Situation war. Du meintest, die Zeit war ein bisschen knapp, aber du warst einfach erschöpft von der Partie, weil du mit Hochdruck versucht hast, den Gewinn zu finden. Und dann warst du so enttäuscht, dass der Druck verpasst ist und du in diesem Endspiel gelandet bist, wo nicht mehr so viel los war. Ja, das ist natürlich, ja, das geht vielen so. Ja, wenn man, du hattest diese sehr attraktive Stellung aufgebaut, aber dann auf einmal hat sich Schwarz mit diesen Manövern Dame 8, Springer B8 entlastet und du hast nicht den richtigen Weg gefunden und dann musst du dich in dieses Endspiel fügen. Und das ist natürlich eine Sache, wo du, denke ich, nur psychologisch ansetzen kannst, dass du dir einfach sagst, okay, ich versuche immer das Beste zu machen, was ich jetzt gerade in dieser Stellung machen kann und ich beschäftige mich nicht allzu stark mit dem, was vorher war. Natürlich ist das immer leichter gesagt als getan, ganz klar. Ja. Aber da musst du einfach probieren anzusetzen und das irgendwie zu verdrängen, dass du da Chancen ausgelassen hast. Ja, und du meinst auch, du warst ein bisschen erschöpft. Das ist natürlich eine konditionelle Geschichte. Klar, da hilft einfach nur, denke ich, viel spielen oder auch im Training versuchen, hart zu trainieren. Einfach sich eine, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde hinsetzen. So viel zu rechnen wie möglich in der Stellung. Das ist natürlich eine konditionelle Geschichte. Aber ja, da einfach sich selber aufpeitschen, sagen, komm, ich bleib konzentriert bis zum Schluss. Ich muss hier, ich darf die Partie nicht aus der Hand geben. Und das passiert jetzt quasi in den nächsten Zügen hier. Du spielst jetzt Läufer D3 und übersiehst, dass jetzt hier Schach kommt und du kannst den Bau nicht verteidigen. Aber selbst hier, du gibst jetzt quasi noch einen Bauern ab. Du spielst König B3. Also du hast dir wahrscheinlich das vielleicht jetzt hier zu schnell gezogen oder ich weiß nicht, aber du könntest natürlich König B2 spielen und dann würdest du immer nicht noch den Bauern auf F3 verlieren. Jetzt zum Beispiel Springer schlägt D4. Und jetzt könntest du einmal auf D5 tauschen und F4 spielen. Und du würdest hier weiterkämpfen. Natürlich hast du jetzt einfach einen Bauern verloren,
Aber du hast das Läuferpaar und ist nicht mehr so viel Material auf dem Brett und du hast nach wie vor, denke ich, Remischancen. Ja. Gut. König B2 hättest du weiter kämpfen können, aber du spielst König B3. Wahrscheinlich warst du ja auch frustriert, könnte ich mir vorstellen. Natürlich wieder etwas, wo du psychologisch ansetzen solltest. Schwinge schlägt D4, spielst noch König A4 und hast jetzt auch schon aufgegeben. Wahrscheinlich, ja, warst du hier so genervt von der Störung. Was auch verständlich ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie jetzt hier Schwarz konkret spielt. Wahrscheinlich könnt ihr einfach Läufer C7 spielen und du kannst den Bauern auf F3 nicht verteidigen und damit 2 minus Bauern ist die Sache natürlich gelaufen. Ja, sehr bitter das Ende natürlich. Du hattest eine eigentlich gute Partie. Ich meine, du hast keine Fehler gemacht bis zum Ende. Du hast natürlich im Mittelspiel deine Chancen ausgelassen. Es war nicht so leicht zu erkennen. Das natürlich hat was mit strategischem Verständnis zu tun und Spiel auf beiden Flügeln. Ja, wenn man die Kontrolle hat auf beiden Flügeln, und das wirst du definitiv von diesem Video jetzt mitgenommen haben, dass man dann schauen kann, okay, ich verlagere mein Spiel auf den einen Flügel und dann muss mein Gegner dort alles aufwenden, um sich zu verteidigen. Das war eigentlich ein klassisches Beispiel dafür. Und dann spiele ich am anderen Flügel. Und das ist ganz häufig der Fall in Störungen, wo eine Seite Raumvorteil hat, dass man dann eben schneller sein Spiel verlagern kann. Ja, dass du dann auf einmal gegen den König ziehst und Schwarz ist einfach nicht schnell genug. Er hat die Dame da in der Ecke auf A8 und ist nicht schnell genug, um sich zu verteidigen. Gut. Also ich würde hier eigentlich eher sagen, dass du ja strategisch etwas nachzuholen hast, beziehungsweise dass du da ansetzen kannst in deinem Training. Gibt es auch viele Bücher dazu natürlich. Ein gutes, was ich da empfehlen kann, ist Mastering Chess Strategy von Helsten. Kann ich auch nochmal in die Beschreibung packen. Der beschäftigt sich quasi mit allen Themen rund um positionelles und strategisches Spiel. Das kannst du dir anschauen. Sonst von Doretzky und Yusupov gibt es ein Buch, was ich gelesen habe, Positionelles Schach. Ja, das sind so die Themen, wo du definitiv ansetzen kannst. Ich habe hier nichts gesehen, wo es so um Variantenberechnung ging, so richtig, bis auf am Ende, okay, das war einfach ein Aussetzer. Das war eigentlich nicht das Problem. Das hatte auch eher psychologisch was zu tun mit Erschöpfung. Und sonst kann man aber auch, was ich auch vorher betont hatte, das Positive hier mitnehmen. Du hast aus einer ausgeglichenen Stellung deinen Gegner überspielt im Prinzip. Ja? Du hast ihn völlig platt gemacht, super den Druck aufgebaut, aber dann eben es verpasst, es zu Ende zu bringen, mehr oder weniger, auch wenn es nicht so leicht war natürlich. Okay. Ich hoffe, du kannst einiges daraus mitnehmen und es erfolgreich in deinen Partien und im Training anwenden. Ja, ich hoffe, du weißt, woran du arbeiten kannst. Alles klar, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut, ciao.